Wir werden mit einer Aufwärmübung beginnen. Doch zuerst haben wir Befehle. Braka ist gesichert. Schon bald rücken wir nach Mygeto aus. Ja. Du musst... Ja. Meister, seid ihr okay? Oh, ja. Irgendwas stimmt nicht. Nein, nein! Was geht hier vor? Warum war der Commander? Padawan, etwas Schreckliches ist im Gange. Die Klone haben uns hintergangen. Deine Fragen müssen warten. Es ist keine Zeit. Wir müssen sofort das Schiff verlassen. Schnell! Zu den Rettungskapseln. Und nimm die Wartungsgänge. Wir haben das trainiert. Erinnerst du dich noch? Ja, Meister. Und was wird aus euch? Ich sorge für Ablenkung und komme dann wieder. Wenn ich bei deiner Ankunft nicht da bin, geh ohne mich. Wir sehen uns auf Braka wieder. Hast du das verstanden? Ja, Meister. Sie kommen. Ich werde zwar die Drucktüren schließen, aber wenn sie dir begegnen, darfst du keinesfalls zögern. Geh. Möge die Macht. Krass, dir Alter. Sein. Das kam jetzt. Also, es war. Los! Dass irgendwann der Point in der Story kommt. Oh. Da ist er! Er schießt ihn! Nein, halt! Okay, nicht da lang. Entschuldigung. Paul ist unterwegs. Wir brauchen Verstärkung. Gut, dass mich keiner gesehen hat. Muss dran ziehen, um durchzukommen. Komm schon. Das ergibt keinen Sinn. Was ist hier los? Ja, die Order 66, Alter. Können wir den Jedi sehen? Nein. Der Kleine ist verschwunden. Sucht überall. Er kann nicht weit sein. Luft wieder aus. Hey, was war das? Nichts. Haltet die Position. Ich sehe nach. Ja, was für ein Schiff sind wir? Sofort schießen. Verstanden. Hallo. Ich versteh's nicht. Was ist passiert? Okay, Entschuldigung. Ich muss ziehen, drücken. Was war das? Da ist wer in den Wartungsgängen. Ich glaube, hier ist der Turbolift. Danach ist es nicht mehr weit. Gut, dass der das Schiff auswendig kennt. Ja, ich habe mich kaputt gemacht. Warum ist die Scheiße schon am Brennen? Wo mich hin? Shiri? Okay. Yeet ich jetzt einfach, oder? Ah ja, never fucking mind. Jetzt hab ich wegen dem Licht nicht gesehen. Falsch das. Ah, Mist, der rutscht dann automatisch runter, schade, ich dachte. Okay, ja. Nochmal, wir müssen. Okay, Wallrun und dann da dran. Ich hab Sichtkontakt zu dem kleinen Padawan. Er ist im Turbolift. Bin ich nicht. Ich bin nicht hier. Ich schaff das. Ich darf nur nicht stehen bleiben. Schalte den aus, dann holen wir uns zur Paul. Padawan, dein Lichtschwert! Tut mir leid, Meister! Weiterklettern, wir treffen uns vorne! Mann! Anakin 2.0! Klettern. Ich kletter. Ich kletter. Ja, hoch. Hoch da bitte, danke. Oh, rutschen. Niu. Springen? Nicht springen. Okay. Oh nein, sag mir nicht, wir sehen jetzt, wie unser Meister stirbt. Direkt vor uns ist ein Override. Du musst ihn aktivieren, wenn wir fliehen wollen. Ja, Meister. Oh nein, ich will nicht sehen, dass der. Nein, ich mochte den. Droppen? Jaro, Paul ist auf der anderen Seite der Tür? Ja, aber er kommt nicht durch. Es dauert so lange, die Türen mit dem Licht zu öffnen.
Lichtschwerte aufzuschneiden. Wir warten hier, bis er umstellt ist. Und drücken dann, hört ihr das? Bereit machen! Da ist einer hinter uns. Okay. Wie kann der den da nicht treffen? Los, Padawan, wir müssen sofort weg. Alter, das hat knack gemacht. Bruder, der ist voll der Ficker, der Typ. Der ist krass drauf. Aufmachen. Moin. Die Türsteuerung. Wir kriegen sein Lichtschwert. Sein sieht übelst danach aus, ja? Au. No, unser Meister ist tot. Von dem haben wir auch das. Entschuldigung. Ich habe die Schiffsreaktoren überlastet. Im Schutz der Explosion können wir fliehen. Der Krieg ist nicht vorbei, mein Padawan. Halte die Stellung. Warte auf das Signal des Rats der Jedi. Das erklärt auch, warum das so kaputt ist. Und vergiss nicht. Vertraue nur der Macht. Ja, Meister. Controller vibriert gerade so derbe. Oh nein! Okay, ja, krass wurde der eiskalt. Ja, aber er gibt ja Sinn. Oh, das sieht nicht nett aus. Padawan. Wir müssen gehen, unser Meister. Es ist Zeit für die Ausbildung. Darf ich? Ich wollte. Nach wie vor unfähig. Dein Wille ist schwach und du hast keine Disziplin. Warum müssen wir denn jetzt nochmal? Die Angst unterbricht deine Verbindung zur Macht. Ich hätte überlebt, wärst du nicht so schwach. Ich wollte sagen, das klingt. Ja. Mein Blut an deinen Händen, mein Schüler. Ich wollte gerade sagen, das klingt nach einer Schwäche. Das ist eine Schwächling. Halluzination. Du bist kein Jedi. Ach, da ist ein eigenes Lichtschwert gerade kaputt getreten. So, jetzt darf ich da aber rein, oder? Was hat er gesagt? Entschuldigung, ich hab's gerade nicht. Okay, das Ding gibt uns miese Hallos. Okay. Ich stehe jetzt mal mutig. Okay. Danke. Lass uns verschwenden. Ich kann's nicht erklären. Vielleicht verstehe ich's nicht mal. Ist es nicht nach Plan gelaufen? Ich hab dich ja gewarnt. Lass mich allein. Wie bitte? Allein lassen? Verloren und schutzlos in dieser gefährlichen Welt. Wer ist das? Niemals. Okay, jetzt ist genug. Wer seid ihr wirklich? Taran Malikos. Ehemaliger Jedi. Genau wie du. Wir haben so viel gemeinsam. Ich habe das Gefühl, der ist auch ziemlich gut. Oh. Dass der nicht nett ist. Wir haben die Auslöschung überlebt. Aber die Lichtschwerter sind sexy.
Meine Truppen haben mich verraten. Ich war gezwungen, ihnen das Leben zu nehmen, und dann bin ich geflohen. Zu diesem einsamen Ort. Die Dunkelheit! Sie verschlang mich fast. Der hat ja auch geil festgemacht. Aber ich widerstand. Ihr seid der, dem die Brüder der Nacht folgen. Ja. Oh. Aber diese Wilden, sie respektieren allein die Stärke. Und wir wissen beide, die Macht ist eine enorm starke Verbündete. Nein. Nein, ihr nutzt die Macht nur eigennützig, missbraucht sie. Das widerspricht dem Prinzipien der Jedi. Es sind dunkle Zeiten! Wenn wir nicht gemeinsam kämpfen, werden sie uns verzehren! Ich brauche eure Hilfe nicht. Dein kaputtes Lichtschwert sagt etwas anderes. Du hast da drin was gesehen, oder nicht? Etwas Furchtbares. Es gibt viele solche Orte hier auf Dathomir. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles, diese Kraft zu beherrschen. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles zu beherrschen. Vertraute Worte, Malikos. Schwester Meryn, du solltest lieber nicht so weit gehen. Seit Jahren, sagt ihr, die Jedi hätten das Massaker an meinen Schwestern begangen. Jetzt steht einer vor uns. Und ihr wollt ihn in eure Familie aufnehmen. Damit wirst du leben müssen. Doch es fehlt dir an Stärke, kleine Hexe. Stärke. Was ist das denn? Ihr seid verrückt, Malikos. Ihr Frühstück? Dathomir hat euch verwirrt. Und durch meine falsche Loyalität konntet ihr die Brüder der Nacht vom Weg abbringen. Anders als die Jedi legen Schwestern der Nacht von Dathomir die ihren nicht rein. Unser Band währt ewig. Deine Schwestern sind tot! Ja. All ihre Gräber umgeben euch. Zeit zu gehen. Schon, Sulana. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr Frühstück ist bestimmt nicht positiv für uns. Nee, odi, odi, odi. Oh. Gar nicht gut. Meister, du hast zwei Lichtschwerter. Könntest du mir bitte eins geben? Närrische Göre. Über diese Kräfte hast du keine Kontrolle mehr. Ihr beide sollt wissen. Bekämpft ihr eine Schwester der Nacht von Dathomir. Bekämpft ihr uns alle. Nee, die sind tot. Das ist... Ja, laufen kann ich. Laufen, laufen, laufen. Was? Yo, juhu. Nee. Erreiche die Mantis. Oh, Mama, lass mich hier raus. Ja, dann, das schaffe ich. Mantis krieg ich hin. Komm. Moin. Ja, ja, ich hab dich auch lieb. Gekuschelt wird später. So, wir springen nach links. Oh, so viel dazu. Moin. Hast rein. Tür bitte automatisch öffnen, danke. Wie komme ich zum Mantis? Ich habe keine Ahnung. Mama. Ja, ihr habt da Spaß, oder? Ja, das sieht richtig aus. Ja. Hier, Grease soll die Mantis da klar machen. Was ist los? Hier hat eine Hundhose weg. Die verfolgt mich. Oh, oh, und du führst sie hierher? Ja, ja. Captain, Start klar machen. Alter, warum bist du so fast? Wo geht's denn lang? Rutschen, oder? Moin Mädel, ich spring mal kurz über dich. Hi. Oh, die ist echt fast. Hi. Katzin, alles klar. Bring uns weg von hier. Was hast du getan? Auf meinem Schiff kriechen überall tote Hexen rum. Weg hier. Ich würde sagen, aber die hätten sie alle festgehalten, Digga, dann wäre
Das wäre wild gewesen. Nein, unser Lichtschwert ist kaputt. Was ist passiert? Hast du das Grab gefunden? Ja, leider. Das Lichtschwert deines Meisters. Ich sah ihn. Meister Tapal, es war der Tag seines Todes. Ich sah, was ich tat. Kerl, alles ist zerstört. Ich konnte ihn nicht retten. Kerl, du warst noch ein Kind. Nein. Ich hätte ihm helfen können, wenn ich nur auf ihn gehört hätte. Wenn ich stark und mutig gewesen wäre. Ich hätte ihm helfen können. Ich weiß es. Kerl, du sollst endlich wissen, was mir bei der Flucht vor dem Imperium passierte. Sie brachten Trilla ins Zimmer. Als ich ihre Augen sah, wusste ich, es war meine Schuld. Sie war eine Inquisitorin. Und etwas in mir starb. Ich verlor völlig die Kontrolle. Ich tauchte ab in die dunkle Seite. Und tötete sie alle. Ich verschonte keinen einzigen. Nur sie ließ ich gehen. Viele Jahre konnte ich mir das selbst nicht verzeihen. Ich war ein Wrack. In mir war nichts als Zorn. Ich konnte ihn nicht unterdrücken. Es gab für mich keinen Ausweg. Und ich wollte nur noch sterben. Doch dann erfuhr ich von dem Holocron. Ein Hoffnungsschimmer, dass es eine Zukunft geben könnte, für die es sich weiterzumachen lohnt. Steh auf. Ich kann nicht rückgängig machen, was ich getan habe. Und du rettest auch nicht mehr deinen Meister. Es ist vorbei. Aber Kerl, du musst auch wirklich weitermachen wollen. Und wie? Du wirst hiermit anfangen. Es ist deine Aufgabe, ein neues zu bauen. Ja. Wenn es sonst nichts ist. Ich meine. Sind wir jetzt absichtlich dahin geflogen oder ist das einfach so, Bruder, wir nehmen einfach das, den nächsten Ort, wo wir landen können? Aber es ist ein wildes Schiff, muss ich echt sagen. Das ist wieder so ein Planet, auf dem man nicht sehe. Waren wir hier schon? Eisplanet? Na, egal. Ich will vorher meinen Poncho ändern. Kerl. Man wird dich prüfen. Ja. Aber ich bin bereit. Ich meine nicht nur hier. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Und es ist leicht zu scheitern. Ihr kämpft immer noch mit der dunklen Seite. Auch nachdem ihr euch von der Macht gelöst habt. Wir werden immer kämpfen. Das ist die Prüfung. Die Wahl, weiterzukämpfen, macht uns zu dem, was wir sind. Da kriegen wir jetzt ihr Lichtschwert. Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Okay, ich kann ich vorher noch kommen. Habe ich einen Samen eingesammelt? Ich weiß es nicht. Neuer Samen gepflanzt. Ja, guck mal, ich wusste doch, ich habe einen. Blautbäuchling. Guck mal. Das ist schön, dass man alles so findet. Wir gucken uns natürlich einmal, dass ich hier drin nicht laufen kann. Tilter. Wir gucken uns natürlich einmal das neue Poncho-Material an. Mist, das ist mein Lichtschwert. Egal. Ja, da gucken wir gleich rein. Du bist im Moment eh kaputt. Ach guck mal, er macht's auch nicht an. Die Animation ist zwar immer noch, er macht's an, aber immerhin macht das nicht an. So, was habe ich denn dann? Wo haben wir das denn? Anpassungen, da. Poncho, komm, was haben wir hier? Das müsste der neue sein, ne? Langweilig, langweilig.
Nee, das ist nicht mehr so, das ist mehr so Regenmantel. Ich mochte, der ist eigentlich ganz cool, den wir im Moment haben. Aber wir haben auch, hoppala, für, ach, guck mal, ach, das untere Outfit ist das. Ja, das finde ich ganz cool. Wir haben doch für irgendwas Neues für BD1. Was müsste denn das Neue sein? Ja, ich muss sagen, seine Originalfarbe gefällt mir eigentlich am besten. Wobei das hier schon wild ist. Lass mal das, wir nehmen mal das da. Gut, dann haben wir das gemacht. Dann gehen wir raus, dann neuer Planet, neues Glück. Und ich sehe gar nichts. Gottes Hell. Boah, ist das assi. Karte. Rechts oder links? Wir nehmen rechts. Das sieht weniger danach aus, oder? Warte. Das wird doch immer so angezeigt, wo wir hin müssen, oder? Wie kann ich denn hier rauszoomen? Ah, mit L2. Ja, dort könnte beides nicht in die richtige oder die falsche Richtung sein. Egal. Okay, ich revidiere meine Aussage. Krieg ich das hin? Zack. Nice. Der Lila eine BD. Mach das jetzt mal. Jünglinge, die Zeit der Versammlung ist gekommen. Setzt ja euer Können klug ein. Gut, dann. Hat sich diese Richtung damit auch erledigt. Dann haben wir hier nämlich. Guck, alles direkt herausgefunden. Ja, perfekt. War genau die richtige Entscheidung, nach rechts zu gehen. Lovely. Ich hätte natürlich gerne noch ein bisschen mehr auf Datum hier verbracht, weil da noch übelst viel war, was nicht frei ist, aber das ist der Jedi-Tempel. Das ist wahrscheinlich. Das ist eine Weile her. Aber ja, ich erinnere mich. Keine Gegner. Jeder Jedi kommt als Kind her. Also, kam hierher. Dass es noch Jedi gab. Ich hoffe natürlich, dass also das mit dem Backtracking, das hat natürlich seinen Sinn. Im Spiel selber, aber. Ich glaube, ich muss dann da oder so. Das, was wir natürlich machen können, ist gucken, ob hier. Da ist Klippe. Gut zu wissen. Vielleicht ist hier. Ah, die Richtung. Guck mal, in die Richtung habe ich es nicht. Ja, okay. Okay, springen bringt mir da ja gar nichts. Damit springen kann ich das System eventuell dribbeln. Aber nein, sie sind schlau, sie haben nachgedacht. Eventuell finde ich ihn in der Kiste, das wollte ich eigentlich kurz sagen. Das sieht wie ein Durchgang aus. Mit dem Eis passe ich auf. Das sieht wie ein Durchgang aus, du bist mir euer. Boah, ich glaube, das könnte mies Gefrierbrand geben, wenn du da mit der nackten Haut rankommst. Also wahrscheinlich nicht so schnell, aber. Ah ja, Ampöller. Der schlimmste Blizzard meines Lebens. Der Sturm, der Tempel. Alles scheint miteinander verbunden. Okay. Das sieht nicht gemütlich aus, um da lang zu klettern, aber. Ich weiß auch, eine schöne Freizeitbeschäftigung, einfach mal ein bisschen genießen, einfach mal ein bisschen Eisklettern gehen. Hier ist doch irgendwas. Ich wollte sagen, was ist das?
Bist du okay, Biddy? Er war früher wunderschön. Die Wärme ist angenehm. Ist das schon richtig hier? Das sieht so richtig aus. Okay, wenn das richtig ist, gehen wir nochmal... Ah, da bist du nur Licht. Ich dachte, du leuchtest irgendwas. Wenn das das Richtige ist, dann gehen wir nochmal kurz. Weiter klettern. Und gucken, ob hier oben was ist oder... Ob hier oben der richtige Eingang ist, I don't know. Habe ich nichts zum Hauen? Och nö, sammel nicht. Ich habe dafür jetzt kein Lichtschwert. Verlass die Kiste. Was bist du? Echo. Okay, da oben ist noch eine Kiste. Müssen wir uns merken. Großer Jedi meditierte hier. Er kehrte an wichtige Orte zurück und sinnierte über seine Abenteuer und Prüfungen. Ja gut, schade. Also wir merken uns, oben ist was, aber ich habe im Moment kein Lichtschwert. Aber hat es die Alte nicht Iris gegeben oder müssen wir mit den Sachen, mit dem Kristall aus ihrem Lichtschwert uns ein neues bauen? Wahrscheinlich zweiteres, ne? Das würde jetzt mehr Sinn ergeben, warum er sich weigert, mit dem Lichtschwert zu hauen. So, zack. Scannen wir mal.